Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Program. Ich bin Classify LP und wir sind wieder hier. Unsere letzte Mission war ein großartiger Erfolg und das Ganze hat ja die Finanzierung für unser Programm erheblich erhöht. Und ja, heute wurde veröffentlicht. Ich weiß, ich erzähle hier gerade eine Story. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich das Let's Play so gestalte. Ich versuche es einfach mal so ein bisschen. Ja, wir haben so viel Geld bekommen, also das Programm, dass wir versuchen werden, eine Raumstation ins All zu bringen. Mit mehreren Teilen, die wir noch zusammenbauen müssen. Ich habe sie noch nicht gebaut hier. Ich habe mal überlegt, wie ich sowas bauen könnte. So nur von der Idee. Ich werde das jetzt auch bauen. Und hoffe einfach mal, dass ich nicht zu viele Sachen noch bauen muss. Denn je länger man über irgendwas überlegen muss, desto länger dauert das. Aber was ganz anderes mal. Vielleicht seht ihr es gerade schon, wenn ich jetzt hier so schwenke. Ich habe einige wenige Mods installiert. Keine Teile-Mods, sondern nur, im Grunde genommen zwei Mods. Einmal Universal Replacer. Ja, damit kann man Texturen und Skyboxen und auch Planeten aussehen verändern. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ihr seht schon, Kerbin. Übrigens heißen Kerbals Kerbals und nicht Kermans. Das ist nur ihr Nachname. Ja, ihr seht schon, Kerbin. Kerbal. Kerbin, jetzt habe ich es. Meine Güte, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kerbin hat jetzt Wolken und ist auch wesentlich höher aufgelöst. Das werden wir dann vor allem gut sehen können, wenn ich ja im Orbit bin. Aber ja, auch ihr seht auch schon, die Galaxie ist unglaublich schön. Als ich das gesehen habe, dass es sowas gibt für das Kerbal Space Program, dachte ich, wow, das muss ich haben, das muss ich euch zeigen. Und ja, es sieht wunderschön aus. Und wenn man jetzt mal übrigens die Sonne sieht, seht ihr das? Es wird heller und dunkler. Das ist auch sehr schön gemacht. Den Effekt habe ich vorhin gar nicht realisiert. Also davor. Gehen wir mal zum Mun. Ihr seht, Mun. Das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so deutlich, weil hier keine Wolken drauf sind. Hat auch eine schöne Überarbeitung bekommen. Alles ist halt hoch detailliert jetzt. Zumindest hier auf der Höhe. Davor waren die halt alle doch relativ große Klumpen. Ah, und ich will nicht zur ersten Mondlandung, sondern zum Minmus. Denn auch Minmus hat sich etwas verschönert. Man sieht jetzt viel besser die Plateaus auf der Oberfläche. Die sind wesentlich detaillierter geworden. Ach, da waren wir. Das ist jetzt schon, ist gar nicht so lange her. Ein Jahr, 11 Tage. Moment, ja, es ist erst 3 Tage her, seitdem wir da waren. Wie auch immer, wir gehen jetzt zurück zu Kerbin. Die anderen Planeten sind auch überarbeitet, aber wir haben sie noch nicht erforscht. Ich will euch das jetzt nicht, ich will euch das vorerst entbehren. Außerdem, Debris haben wir, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, hier ist eine ganze Menge Debris rumgeflogen. Das mit dem RCS war nicht sehr schön. Außerdem haben wir hier noch mehr, die auf der Oberfläche sind. Die lasse ich einfach zurück, aus Fairness. Das ist aber nicht die einzige Mod. Die andere Mod ist etwas praktischer oder praktikabler, verändert nichts an Aussehen. Und sie wird mir extrem helfen bei Bauten. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Nehmen wir unsere Asparagus-Basis. Laden Sie, während ich vorher die immer hier gespeichert habe und dann die laden musste und darauf aufbauen musste, kann ich jetzt was ganz Tolles machen. Ich nehme einfach das Teil hier unten, beziehungsweise ich nehme es mal mit Alt. Damit kopiert man übrigens Sachen, was wunderschön ist. Jetzt kann ich hier oben auf dieses Puzzleteil klicken und das ist der Subassembly Saver und Loader. Alle Beschreibungen nicht, aber alle Namen und Links sind dann ab jetzt in der Beschreibung. Vielleicht nicht dauerhaft, weil das ziemlich viel Zeug ist, aber auf jeden Fall in diesem Part. Ja, und das möchte ich bitte speichern unter Träger. Na, funktioniert
funktioniert es auch. Ja, jetzt hat es funktioniert. Und das ist unser... Ja, es ist unser orangener Spargel. Warum nicht einfach mal sowas nehmen? Speichern wir das. So, und was jetzt das Tolle ist, ich kann jetzt mal was Neues machen. Ich muss das eh noch ein bisschen überarbeiten, deswegen mache ich das mal jetzt ganz schnell. So, wir holen uns jetzt hier einfach das Teil, dann holen wir uns das Modul. Ups. Das ist auch immer lustig, dass die manchmal zusammenglitschen und dann... dann kriegt man es... Doch, jetzt habe ich es, glaube ich. Dann kriegt man es nicht mehr raus. So, ich glaube, das war schon fast. So, und jetzt wäre mir halt aufgefallen, jetzt muss ich das ganze Zeug wieder bauen. So schlimm ist es jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt einfach auf Träger den orangenen Spargel auswählen und... Tada, schon hätten wir das wieder. Ein paar Fehler gibt es leider. Hier, ihr seht es schon, die Verbindungen sind nicht unbedingt immer da. Jedoch wird es trotzdem enorm viel Zeit sparen. Deswegen will ich den hier noch schnell fertig aufbauen, bevor wir dann zu dem eigentlichen kommen. Und anscheinend waren das Batterien, von denen ich aber keine ranmachen will. Ich will die nochmal ein bisschen anpassen. So, kommst du hier wieder ran. Denn anstatt so viele Batterien sollte ich einfach... wo sind Batterien? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Denn ganz ehrlich, zwei Batterien müssten auch reichen. Oder wollen wir vier machen? Nee, zwei müssten reichen. Irgendwie platziert er sich hier nicht richtig. Batman! ich will das hier wenigstens noch richtig hingedreht bekommen. So, das sieht schon ganz gut aus. Und dann nehmen wir anstatt Solarpanelen einfach mal die hier. Die produzieren eine Menge Energie. Und ich verstehe jetzt auch den Hintergrund davon. Die nutzen Radioaktivität, um Energie zu produzieren. Was doch schon ganz interessant ist. Okay, ich kann sie leider nicht so rein versetzen. Dann muss halt, müssen halt die guten alten Solarplatten herhalten. Nicht unbedingt so viele. Zwei müssten eigentlich reichen. Auch das hier sieht irgendwie komisch aus, ja. Dachte ich mir schon. Ist irgendwie nicht perfekt gerade, oder? Kommt mir das nur so vor. Ah, okay, jetzt sehe ich, was falsch ist. Also ja, manchmal ist das so ein ganz klein bisschen verbuggt, aber es ist trotzdem wesentlich besser als ohne. So ungefähr. Ah, so vielleicht. Wow, das ist echt schlecht. Das war mein Fehler hier. Lassen wir das mal so. Sieht jetzt zwar nicht perfekt aus, aber geht schon. So, und dann muss ich hier natürlich noch die richtigen... Komischerweise sind die hier in der Mitte gespeichert worden, nur die hier außen nicht richtig. Macht ja nichts, das können wir jetzt... Oh oh. Warum ist denn das jetzt auf 6 hochgegangen? Aus irgendeinem Grund... Achso, ich muss auf 1 runtergehen. Na komm. So, 1. Zack. 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 Da geht's eh nicht. Da war es aus irgendeinem Grund noch zusammen. Zack, da geht's wieder rein. Also. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Warum sind die... Achso, das ist ja richtig. Oh Gott, das wird wieder kompliziert hier. Gut, das müsste passen. Hier und hier, ja. Gut, und jetzt können wir... Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie viel stellen die her? 45 pro Minute, also 0,66 pro Sekunde. Das muss eigentlich reichen. Wenn nicht, können wir es auch noch verbessern. So, und jetzt können wir das ganze Teil hier einfach nehmen. Mit all aus Sicherheitsgründen. Und dann nennen wir das wieder orangener Spargel. Und das müsste das jetzt überspeichert haben. Gucken wir schnell nach. Ich habe noch nicht zu viel damit rumgeübt. Rein theoretisch.
können wir es jetzt hier oben drauf setzen. Gut. So, dann machen wir mal neu. Dann überlege ich mir mal. Ja, also der erste Teil ist ziemlich. Nein, nicht so klein. Ich möchte schon was Richtiges haben. Ja, genau. Dieses Teil wird schon passen. Und wir nennen das dann Kerbale Raumstation. Ja, Kerbale Raumstation. Weiß ich nicht. Wie nennen wir das erste Teil? Lasst mich mal überlegen. Zentrum ist es nicht. Machen wir als allererstes mal einen RCS-Tank. Und ja, speichern das. So, und um den RCS-Tank gehören natürlich RCS-Tanks. Und ich denke mal, jeder von denen enthält 750. Ich will die übrigens relativ hoch ins All bringen. Also ich würde mal sagen so 250 Kilometer Orbit um Kerbin. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht schon zu schwer wird. Die wiegen jeweils 3,4 Tonnen. Wie viel wiegen denn? Ich muss mal kurz was vergleichen. Wie viel wiegen die hier? 4,5. Also das sollte kein Problem darstellen. Für unseren Träger. So, dazu kommen dann noch zwei SAS. Und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Übrigens merke ich gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt muss alles perfekt sitzen. Hier darf nichts mehr falsch laufen. Da kommt der rauf und der kommt umgedreht unten rauf, damit das alles jetzt muss alles symmetrisch sein. Ah, sonst habe ich nachher wenig Spaß. Lasst mich mal überlegen. Das ist nicht hier, sondern strukturell. Da gibt es hier so einen Adapter, denn Raumstationen sollten standardmäßig so einen Dockingport haben. Einfach damit alles immer gleich ist. Das ist wesentlich angenehmer. So. Und dann. Ach so, ja, genau. Den Dockingport. Den brauchen wir natürlich auch. Und den gibt's hier. Das wird eine sehr, sehr lange und aufwendige Mission übrigens. Da wir wirklich viele Teile in den Weltraum senden müssen. Das ist nur deswegen das erste Teil, weil es viel RCS hat. Und damit noch sehr viel Kursberichtigung machen kann. Und es ist auch sehr stabil. Das heißt, damit könnten wir jetzt zum Beispiel, wenn unser nächstes Teil nicht so stabil ist, könnten wir damit. Lasst mich überlegen, ist das schlau, das so rumzumachen? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Könnten wir das andere Teil zum Beispiel nicht bewegen, weil es zu wackelig ist? Dann könnten wir hiermit einfach daran andocken und dann hat sich das Ganze. So, und ich muss jetzt weiterhin überlegen, ob das schlau ist, die RCS-Teile da hinzumachen. Hier brauchen wir nur zwei von. Schade, das geht nicht. So rum vielleicht? So rum geht's, okay. Ich will das hier irgendwie so reinmachen. Sieht irgendwie schön aus, finde ich. Ich werde sie mal anwinkeln. Aus dem einfachen Grund, dass wir dafür später viele, viele Treppen überall, oder nicht Treppen, sondern Leitern, Mobility Enhancer ranbauen wollen. Also ich will das zumindest so machen. Und damit fange ich jetzt sofort an. Wie wiegen die? Okay, die wiegen so gut wie nichts. Das sollte dann kein Problem darstellen. Damit unsere Kerbals, unsere Carbonauten, dann auch schön durch die Gegend laufen können. Auf dem Teil.